Leute, mir geht es nicht gut. Mein Gas ist leer und ich habe kein Geld, mir neues Gas zu holen. Deshalb habe ich mir hier eine Kochstelle gebaut. Und ihr wisst ja, ich möchte mich selbst versorgen und jetzt wird mein Essen von Lebewesen wie Mäuse, Füchse, Würmer und Raupen gegessen. Und das Schlimmste, ich habe nicht mal Geld für Sprit und kann mir somit weder Essen holen, sonst noch irgendwas. Ich war gestern Dumpster-Diven und habe nur Erdbeeren raus. Das heißt, ich habe momentan nicht viel Essen. Ich bin seit November 2022 arbeitslos, beziehe kein Arbeitslosengeld und schon seit circa 2020 strebe ich ein Leben ohne Geld an. Und ich habe zufällig diese Liste wiedergefunden. Diesen Notizblock habe ich 2022 erstellt. Hier ist ein Datum vom 22.09.2022. Das war 2 Monate, bevor ich mir dieses Land gekauft habe und bevor ich arbeitslos geworden bin. Und das ist keine normale Preisliste, sondern eine Preisliste ohne Geld. Die habe ich damals wirklich erstellt, weil schon bevor ich mit YouTube angefangen habe, war das wirklich ein intensives Ziel für mich. Und gerade das Jahr 2022 habe ich wirklich experimentiert, wie es ist, ohne Geld zu leben. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe auf alles verzichtet, was ich nicht selber produzieren kann. Das heißt, vor allem so Sachen wie Salz, Zucker, Mehl, Duschgel, Zahnpasta, alles, was ich nicht selber machen kann, konsumiere ich seit jetzt fast 3 Jahren nicht mehr. Und Ausnahmen bestätigen den Regelfall. Jetzt nach 2 Jahren gibt es einige Sachen, auf die ich nicht verzichten will. Zum einen ist es wie bei vielen Kaffee, aber auch mein Auto mit dem Diesel und Sprit. Oder sowas wie Internet. Und auch an Essen und Trinken muss ich irgendwie rankommen. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Reise in die Vergangenheit. Ich blende euch mal das Bild von meiner Preisliste ein. Die habe ich damals erstellt und es ist wirklich, wirklich interessant, auch für mich jetzt das alles wiederzusehen. Und ich werde mit dieser Liste jetzt die Woche auch wieder zu meinen Freunden gehen und es wieder versuchen. Weil es hat letztes Jahr gut geklappt. Ich hatte 2 Aufträge. Ich habe eine Steinbank gebaut und ein Holzlager. Und habe dafür 20 Stunden die Woche gearbeitet und eine Woche Essensverpflegung. Und ja, die Liste will ich jetzt noch mal ein bisschen überarbeiten. Der Ursprung davon kam vom Thema Volunteering. Also zu dem Zeitpunkt habe ich 2 Jahre lang durchgehend Volunteering gemacht. Das heißt, ich habe für Leute gearbeitet, nur für Essen und Unterkunft. Das heißt, ich habe kein Geld dafür bekommen, aber Verpflegung und konnte kostenlos leben. Und zu der Zeit hatte ich noch meinen Job. Ich habe im letzten Jahr Teilzeit gearbeitet. Das heißt, ich hätte das Volunteering gar nicht nötig gehabt. Aber ich wollte damals schon wirklich 500 Euro im Monat in ein autarkes Leben investieren. Das heißt, ich habe bestimmt 2 Jahre lang 500 Euro im Monat auf die Seite gelegt. Ich war ein guter Verdiener, würde ich mal sagen. Ich habe auch viel Geld gespendet an meine Patentochter und so weiter. Und hatte ein echt geiles Leben, vor allem das erste Jahr in Portugal mit über 2000 Euro im Monat, keine Miete und so weiter. Nur Spritkosten war das richtig, richtig geil. Und mental habe ich mich damals schon auf harte Zeiten vorbereitet. Ich habe schon angefangen damals zu experimentieren, wie es ohne Geld ist, obwohl ich viel Geld hatte. Und mir hat das Leben sehr gefallen, muss ich sagen. Gerade im Jahr 2022, da weiß ich noch, ist mein Handy kaputt gegangen und ich habe 3 Monate ohne Handy gelebt. Das heißt auch kein Internet und nichts. Und es war wirklich, wirklich schön, mit meinen Freunden die ganze Zeit zu sein, an Projekten zu arbeiten und so weiter. Und das will ich jetzt wieder haben. Bevor ich mit der Preisliste aber auf Jobsuche gehe, will ich euch mal erklären, auf was ich hier geachtet habe, wo ich das erstellt habe. Also ich bin hier nach Portugal gekommen als absoluter Anfänger, was Arbeiten angeht. Ich habe noch nie eine Stichsäge benutzt gehabt, Schraubenzieher, vielleicht mal ein Bild aufgehängt und so weiter, aber ich war ein richtiger Idiot, sage ich mal. Und das ist der Vorteil am Volunteering, wenn man Volunteer-Positionen findet. Also ich kann euch Workaway empfehlen. Schaut gerne in die Videobeschreibung, dort könnt ihr euch ein Profil erstellen. Jetzt nach 2 Jahren haben sich meine Skills und alles hat sich da deutlich verbessert und deswegen will ich eigentlich nicht mehr nur noch für das Volunteering-Gehalt arbeiten. Ich will ein bisschen mehr haben, meine Ansprüche haben sich erhöht. Und wie bin ich da rangegangen? Also erstmal, wie bin ich glücklich? Das ist immer, immer, immer mein roter Faden im Leben. Wie viel Zeit bin ich bereit zu opfern für andere, anstatt für meine eigenen Projekte? Das heißt, wenn ich bei jemandem 20 Stunden die Woche im Garten arbeite, ist es effektiver für mich, für ihn zu arbeiten 20 Stunden oder lieber in meinem eigenen Garten. So bin ich mehr oder weniger daran gegangen. Und ich habe die Liste dann aufgeteilt, die Preise. Anstatt Geld habe ich einmal Food, das heißt eine Woche Lebensmittel.
wo man selber anbauen kann, das heißt Gemüse, damit auch die kostenlos leben können. Dann habe ich Extra, das ist auch für extra Arbeit, das heißt harte Steinarbeit zum Beispiel, damals war mein Spezialgebiet, Naturbänke zu bauen und so weiter. Und dafür will ich dann noch extra Sachen, das heißt so Konsumsuchtmittel zum Beispiel wie Kaffee, Bier, ja, Tabak und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich hier auch ganz große Projekte. Jetzt aktuell arbeitet eine ganze Gruppe an einem Haus und es gibt ein paar Sachen wie zum Beispiel, wenn man ein Dach baut, das muss man schnellstmöglich fertig bekommen. Und da bin ich dann auch bereit, bei so Großprojekten wirklich die ganze Zeit da zu sein, 40 Stunden die Woche. Und dafür habe ich dann noch hingeschrieben Materials, das heißt sowas wie Werkzeug oder Dachziegeln, Lehm und solche Sachen. Also je mehr ich arbeite, desto mehr will ich auch und je härter ich arbeite, desto mehr will ich auch. So komme ich also theoretisch an Lebensmittel ran. Jetzt bleibt aber noch das Thema Sprit und Internet offen. Ich bekomme aktuell noch Wasser von der Natur geschenkt, aber bald muss ich mit dem Auto wöchentlich Wasser holen. Und hinter diesen Bäumen der Gebirgskette, circa 40 Minuten Fußweg, befinden sich die ganzen Communities. Das heißt, ich muss mir gute Gedanken machen, für wen ich wo arbeiten will und ob ich mir in 45 Minuten bis zu 1,5 Stunden Marsch zweimal täglich erlauben will. Bevor ich auf Jobsuche gehe, will ich noch ein paar ehrliche Worte über meine aktuellen Finanzen erzählen. Also ich hatte letzten Dienstag den erschreckenden Moment, mal wieder komplett pleite zu sein und wollte meine Notfallvorräte anschauen. Das heißt, ich habe hier Lebensmittel wie Mehl und so weiter gebunkert und es war dann verschimmelt. Und ich habe das schon vor 2 Wochen in einem Video erzählt, aber ich hatte einen richtigen Downer. Und genau, damit ihr da... Mann. Okay, Versuch Nummer 3. Insulin gerade da. Mann. Okay, Versuch Nummer 4. Ich versuche euch die ganze Zeit zu erklären, für was ich alles Geld brauche. Aber ganz ehrlich, so richtig bewusst bin ich mir nicht. Und das finden wir hier in diesem Video raus. Deshalb lasst mich euch kurz abholen. Ich gebe euch hier meine offenen Zahlen zu meiner finanziellen Situation. Also wir haben das Jahr 2024. Aktuell habe ich ein geregeltes Einkommen von 40 Euro im Monat. Und es langt natürlich vorne und hinten. Schon allein, wenn ich Internet haben will, brauche ich so an die, ich glaube, 50 bis 60 Euro im Monat. Das heißt allein, ja, Internet funktioniert schon mal nicht. Aber ich arbeite natürlich auch gelegentlich, beziehungsweise bin auf Suche, damit ich diese Kosten irgendwie abdecken kann. Im Januar hatte ich Geburtstag, habe mich davon überlebt, war in Deutschland, habe dort gearbeitet, konnte dann davon im Februar leben. Dann habe ich einen Job als Freelancer gefunden. Ich habe mich selbstständig gemeldet und konnte dann im März mit Regenbogenkreis und so weiter fast 200 Euro verdienen. Das war ziemlich gut. Und ich glaube, dann habe ich auch ein bisschen zu viel entspannt, weil im April habe ich dann nicht mehr so viel mich um das Thema Geld gekümmert, beziehungsweise nahezu gar nicht, und habe dann auch kein Geld verdient. Also natürlich, eure Spenden sind natürlich gekommen, aber ihr wisst, ich will eure Spenden hier für die Projekte investieren. Und genau, jetzt haben wir Mai, ich habe heute 40 Euro bekommen und jetzt schauen wir mal, wie lange ich mit diesen 40 Euro überleben kann. Die Reservewarnung vom Sprit ging gestern an und da habe ich 10 Euro reingetankt und habe es jetzt einmal benutzt. Das heißt, sobald die Reservewarnung wieder angeht, habe ich 10 Euro Sprit ausgegeben. Mein Internetguthaben ist vor 2 Tagen leer gegangen und momentan lebe ich ohne Internet und habe es auch nicht vor, erstmal aufzuladen. So, ich laufe gerade zu meinen Freunden und wollte somit auch gleich gucken, ob die Straße hier fahrbar ist. Hier bin ich letztes Jahr mindestens 2-3 Mal die Woche gefahren und sieht nicht fahrbar aus, oder? Und ja, dann dachte ich, euch ein bisschen was über die Selbstversorgung zu erklären. Also mein Ziel dieses Jahr ist, mich so 20-30% bezüglich Lebensmittel selbst zu versorgen. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, dass viele unterschätzen, wie viel Arbeit und wie viel Fläche man braucht, um wirklich autark zu leben. Und gerade wie in meinem Fall, ich habe nichts gegen andere Tiere, die mein Essen essen. Ich habe da schon angefangen, Video zu drehen mit dem 70-30-Prinzip. Das heißt, 30% meines Gartens gebe ich extra den Tieren. Also ich pflanze auch wirklich Sachen an für die Tiere, um sie anzulocken. Und die restlichen 70% sind für mich. Nichtsdestotrotz hatte ich am Dienstag einen ziemlichen Downer, wo ich das gesehen habe, dass mein ganzer Brokkoli aufgegessen wurde. Alles an Brokkoli, aber ich habe zum Glück noch mehr ausgesät. Das heißt, so schlimm ist es nicht. Dann muss ich die nächste Woche wieder in den Boden stecken, dann ist es okay. Und ja, am Dienstag hatte ich dann das Gefühl, dass das ganze Kartenhaus, das ich mir aufgebaut habe, also das autarke Leben, zusammenbricht.
So, ich bin jetzt bei mir im Garten, jetzt schon seit fast einer Stunde und hänge hier in der Hängematte und beobachte hier einfach mal alles. Dann will ich mal den Fressschaden hier zeigen. Ich habe vor einer Woche hier eine Zucchini geschenkt bekommen von einem Freund. Und man sieht, zwei Blätter wurden schon komplett aufgegessen. Dann haben wir hier den Kohl, da waren die Raupen dran. Dann der Brokkoli, da sieht man fast nichts mehr. Aber hier treibt schon wieder ein neuer Kopf aus. Das heißt, den lasse ich, da wird schon noch wieder Brokkoli wachsen. Dann hatte ich hier ein kleines Zwiebelfeld und vielleicht sieht man es hier in der Mitte. Da war einfach ein Loch. Also wirklich, das sah aus, als hätte jemand so rausgezogen. Deswegen vermute ich, dass es ein Fuchs war. Und da habe ich jetzt einfach eine neue reingesteckt. Dann bei den Erdbeeren war das echt erstaunlich. Ich konnte teilweise echt richtig die Zahnabdrücke sehen. Und die warten auch wirklich, bis die Erdbeeren reif werden, bis sie sie aufessen. Und das scheint ein Mäuse zu Hause zu sein. Ich habe hier meinen Winterknoblauch gehabt und musste den schon komplett ernten, weil die Mäuse von unten den Knoblauch aufgefressen haben. Könnte auch bei der Zwiebel der Fall gewesen sein. Leute, irgendwas ist genau hier. Der Boden hebt sich hier so die ganze Zeit ein bisschen an. Könnte eine Schlange sein, eine Maus. Das ist übrigens ein Reptilien zu Hause, das ich gebaut habe, damit sich hier Echsen und Schlangen und sowas zu Hause bauen können und die dann die Schnecken essen. Also dieser Bereich hier hat sich wirklich eine Minute lang die ganze Zeit so angehoben, als würde da unten jemand sein und es alles hochdrücken wollen. Deswegen vermute ich, dass hier gerade eine Maus ihren Ausgang machen wollte vom Tunnel. Jetzt weiß sie aber, dass ich hier bin und jetzt macht sie nichts mehr. Also wir kommen der Sache auf die Spur. Schaut euch mal diesen großen Eingang ein. Definitiv ein Tier, das größer wie eine Maus ist. Und hier scheint auch noch ein Eingang zu sein. Seht ihr das? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Was für ein Tier wohnt hier? Ich bin jetzt schon seit 3 Stunden hier und es ist einfach so schön. Ich habe Hunger, ich will eigentlich kochen, aber ich komme hier nicht weg. Vogelgezwitscher, alles. Das sind wirklich die Momente, die ich so genieße.